Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir machen eine Runde mit unserem Druidendeck im Gewährtenmodus. Wir sind jetzt auf Rang 17. Es ist noch Anfang vom Monat, also schauen wir mal, wie weit wir da damit kommen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Und wir bekommen als Gegner einen nochmal Schurken. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Schurke ist immer so ein bisschen. Ich muss die Wildnis schützen. Eine Klaue ist okay, die können wir drin lassen. So, und unsere Starthand hat sich dadurch deutlich nicht verbessert. Gut, zwei Yetis, ja, damit kann man leben. Das ist okay. So, jetzt wird wahrscheinlich. Die Freude ist ganz meinerseits. Grüße. Okay, damit können wir nichts machen. Wir könnten zwar jetzt vier reinhauen, aber das wäre eine Doppelkartenverschwendung. Sondern wir machen lieber hier auf 31 zu 29. Und hoffen, dass wir die Mana-Kristalle bekommen. Runde 3 ist jetzt blöd in diesem Zusammenhang. Ich meine, sie kann Dreier spielen und wir können Dreier weghauen, allerdings. Du nicht nehmen, Kerze. Okay. Der ist natürlich jetzt auch wieder Fischfutter. Allerdings kann ich nur einmal angreifen. Ah, schade. Naja. Machen das über die Variante. Für die Wildnis. Zack. Und es steht 32 zu 29. So, was macht sie jetzt, Runde 3? Okay, sie scheint keine Karten zu haben, deswegen spielt sie. Ja, haut sie hoch. Habe ich einen Us in dem Deck? Nee, ich habe keinen drin. Gut, 29 zu 29. Jetzt kommt's. Unser Beutehamsterer. Aber wir spielen Yeti. Wenn du ein Yeti siehst, dann nimm Yeti. Okay. Die Kombi ist natürlich blöd so. Wird sie sich noch die 4 Schaden abholen? Ja, komm. Wieder drauf. Legt sich gleich einen neuen Durchschnitt an. Okay. Damit können wir leben. Absolut. Denn wir nutzen das Ganze jetzt aus, sondern 4-4er oder. Ah, Tanks sind immer eine schöne Möglichkeit, um noch ein bisschen was zu verstecken. Wir müssen ja nur noch ein bisschen durchhalten. Wenn sie jetzt auch einen Tank spielt oder ähnliches. Ich würde allerdings gerne die nächste Runde vielleicht Beutehamsterer und Yeti zusammenspielen. Aber schauen wir mal, wie sie jetzt darauf reagiert. Ihr Gift hat sie ja gerade eben schon rausgehaut. Mal sehen, ob sie noch ein zweites hat. Beziehungsweise ob sie merkt, dass sie sich damit einfach immer nur 4 Schaden reinhaut. Aber Schurken sieht man im Moment jetzt gerade vor Max Rama sehr, sehr häufig. Also das scheint dieses Mal irgendwie so die Flavor of the Month Klasse zu sein. Und wir warten immer noch, bis sie sich in China kommen. Du hast genügend Karten da oben liegen. Für Nasjata. Okay, also sie will sich offenbar hochheilen. Das ist sehr schön. Überlege ich gerade, ob ich spielen soll. Oder ich ziehe mir auch 4 Schaden rein und nehme sie da dafür weg. Oder ich ignoriere sie komplett. Und ich glaube, das Ignorieren ist fast am sinnvollsten. Ich habe da unten 3 Schaden. Es geht nur auf den Helden. Okay. Kann ich Bedarf würfeln? Wir machen die Kombi so. Okay. Okay,
Okay, und sie haut unseren Tank da damit weg. Das ist schön. Aber ihre Heilerin wird dadurch natürlich jetzt auch leiden müssen. Das Dingo! Ah, ja! Hat noch einen Tank hier liegen. Okay. Ich würde sagen, Pranke und unser Gnomchen. Hat sie noch was im Angebot? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Sehr schön. Ah! Schade. Sechs und vier. Ach, wir haben ja ihn auch noch da. Gut, dann, nachdem sie ihn jetzt so schön hochgeholt hat. Einmal kommt er weg. So. Wir nehmen ihn mit rein. Damit kommt er raus. Er fliegt raus, den Kappen ziehen. Ah, jetzt kommt der Zorn. Nicht, ich hätte auch nicht spielen sollen. Und einmal 4 Schaden auf sie drauf. 27 zu 19. Die Tore sind geöffnet. Der nächste Tank im Angebot. Oh, soll ich dafür wirklich Franken hieb? Ach, wir haben hier was viel Besseres. Einmal der hier. Zack. So. Hier einmal Waffen. Und sie steht auf 10 und weiß noch gar nicht, dass wir jetzt Matchball haben. Denn wir haben hier 4 Schaden. Wir hätten zur Not hier auch nochmal 3 Schaden. Sind 7, also würde uns lang beides in Kombination. Okay. Sie spielt eine Klinge drauf und nimmt uns einen weg. Hat noch 3 und spielt einen Us. Okay. Dann würde ich sagen, räumen wir jetzt auf hier. Wir machen zum einen hier mal ein bisschen Schaden drauf. Zack. Und machen hier nochmal einen Schaden. Das ist kein gültiges Ziel. Komm auf zum Räumen. Zack. Gut gespielt. Und machen hier fertig. Sehr schön. Und damit sind wir auf Rang 16. Haben einen extra Bonusstern bekommen. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Unser Deck hat sich eigentlich recht gut bewährt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Bis dann!